Yo, meine lieben Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich eigentlich starten mit einer neuen Serie oder mit einem neuen Projekt. Und zwar heißt das Projekt Fun Stories. In diesem Projekt, in dieser Serie geht es quasi darum, ich erzähle euch jede Folge 4 Stories. Und ihr müsst dann erraten in den Kommentaren, ob es richtig ist oder falsch ist, die Story. Also Story 1, 2, 3, 4, richtig, falsch. 1 bis 2 Stories sind immer richtig. Müsst ihr gucken, welche ihr denkt sind richtig. Das kriegt ihr dann immer in der nächsten Folge gesagt. Im Hintergrund seht ihr den Minecraft Gameplay, hat schon noch Ren hier rumliegen. Und ich würde sagen, los geht's. Okay, die erste Story. Wie ich bin so auf dem GOMETS, so unterwegs in den User-Channeln. Gehe dann einfach so von Channel zu Channel. Und dann gehe ich so in einen Channel rein, begrüße und dann kommen wir so ins Gespräch, also jemand anders und ich. Und dann meint er echt, bist du nicht dieser Zauberboss AD von YouTube? Da hat der ganz stumpf nachgefragt, ob ich nicht YouTuber bin. Und er hat mich aber erkannt. Das ist, ja, da haben dann gequatscht, wir haben WhatsApp-Nummern, also Handynummern ausgetauscht, er hat jetzt Freundrang auf meinem Server und. Auf jeden Fall. Wer glaubt, diese Story stimmt, schreibt es in die Kommentare. Andersrum natürlich auch. Die zweite Story. Ich bin mit meiner Familie so in Köln unterwegs. Dann treffen wir so random, also was heißt wir treffen? Ich sehe dann so einfach random Paluten, Dena, Sturmwaffel, Izzy und Revi. Genau. Die 5 sehen wir dann einfach so random. Wir verfolgen die heimlich bis zum UFO. Da angekommen, die gehen da so alle rein. Wir klingeln dann so. Und dann haben wir Selfies gemacht, alles sowas. Wir haben Handynummern ausgetauscht, haben alles Mögliche. Wir sind jetzt beste Freunde und ja, wir haben täglich Kontakt, nehmen auch schon miteinander Sachen auf für ein anderes Projekt. Und ja, wer glaubt, in die Kommentare mit. Die dritte und damit vorletzte Story ist, ich bin so letztens auf Crack TS, also TS von Crack Gomme, und da bin ich dann einfach so random und in einem Channel mit einem Freund am Labern, dann kommt so Crack Gomme rein. Da kommen wir so ins Gespräch, reden so eine halbe Stunde lang und dann meint er so, yo, ihr seid ganz cool, ich gebe euch mal Admin. Da haben wir ganz stumpf einfach auf seinem Server IO Hub oder AIO, wie auch immer, haben wir dann einfach Admin rangegeben. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice von ihm. Also, ja. Die vierte und letzte Story. Und zwar, ich war auf dem GOMETS unterwegs, kam so in einem Channel, da waren dann so Leute, einer hatte Spielerrang, aber hat sich, also Userrang, hat sich aber als GOMETS ausgegeben, hat auch Stimmverzerrer drin, all sowas. Und dann später gehen alle so auf den Channel, nur noch dieser GOMETS-Faker, angebliche GOMETS-Faker und ich sind im Channel. Und dann stellt sich heraus, dass es der echte GOMETS ist und jetzt bin ich, also er hat mir halt dadurch Kontakte verschafft und sowas. Und jetzt hat dann hat also Kontakt zu German Let's Play hat er mir verschafft und jetzt bin ich in Aro 5 drin. Wer glaubt? Vielleicht kann es ja stimmen, dass ich in Aro 5 drin bin. Vielleicht habe ich auch einen Teamkollegen schon, so Venicraft oder MC Expert oder wem auch immer. Auf jeden Fall schreibt es mal in die Kommentare. Und auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche Stories sind falsch, welche richtig, was ihr glaubt. Zur Auswahl habt ihr nochmal jetzt Wiederholung. Die Story, dass ich in Varo 5 dabei bin. Die Story, dass ich auf von Crackgum auf seinem Server Admin rangekriegt habe. Die Story, dass ich auf TeamSpeak erkannt wurde im GOMETS von random Leuten. Oder die Story, dass ich Dena, Sturmwaffel, Paluten, Revi und Izzy getroffen habe im UFO und wir jetzt beste Freunde sind. Ja, einfach mal in die Kommentare klatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Bis dahin. Ciao, ciao.